Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Und zwar heute habe ich ein Schminkvideo für euch. Und zwar hat diese schöne Kollektion gegeben. Da habe ich bei Revolution bestellt. Ja, aber ich habe gewartet. Die hatten jetzt eine Aktion so 2 plus 1 gratis oder 3 für 2, irgendwie so war das. Und ich wollte mir nicht die kleinen Paletten einzeln kaufen, ich wollte mir gleich die große kaufen, weil da geht es auch um Kindheitserinnerungen und ich finde die voll schön, aber ich möchte sie aber auch schminken. Ne? Hier drinnen haben wir noch einen süßen Spiegel. Da steht What's Up Dog und das hier sind die Farben. Also das ist eine riesengroße Palette und ich bin schon mal sehr gespannt, wie die Töne performen werden. Ich werde die jetzt einmal swatchen auf meiner Hand und ja, werde ich das dann einfach einblenden, weil ich auch wissen will, wie die ungefähr performen. Das sind 6 mal, es sind 30 Farben, also richtig viel. Also es ist immer 50-50 bei Revolution, ne? Also 30 Farben, das heißt 6, 8, 10, 12, 14, 15, also die halbe der Palette muss ich mal auf einer Seite. Ich werde die einfach doppelt swatchen. Und zwar der erste Ton ist der Ton Calm. Das ist so ein Setting-Ton, würde ich sagen. Dann haben wir Cute, das ist so ein aprikotfarbener, pfirsichfarbener Ton. Die machen aber eigentlich keinen schlechten Eindruck. Dann haben wir Winner. Das ist so ein gelb-goldiger Ton. Der ist auch schön. Dann haben wir Strong. Das ist ein orangener Ton. Der schaut so aus. Auch nicht schlecht. Dann haben wir Confident. Das ist ein pinker. Ich würde sagen, das ist ein matter Ton. Ja, ist ein matter Ton. Dann haben wir Carefree, das ist ein rosaner matter Ton. Dann haben wir Award Gewinner, das ist so ein goldiger Ton, ein Glitzerton. Dann haben wir einen gelben Ton, matten Ton, das ist Babyface. Die sind eigentlich alle nicht so schlecht. Dann haben wir einen pinken Glitzerton, der heißt Loveable, der ist aber sehr trocken. Der hat so ausgeschaut. Interessant. Und dann haben wir noch Clever. Das ist so ein brauner, matter Ton. Oder eher so gelblich. 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 So ockergelblich. Dann haben wir noch einen rosanen Glitzerton. Der heißt Energetic. So einen hellen, hellrosa Ton. Dann habe ich einen braunen Unthinking. Das ist ein matter Ton. Ja, der ist nicht schlecht. Dann haben wir noch einen hell, weiß ich nicht, hellbeigen Ton. Der heißt Fast. Dann habe ich noch einen orangematten Ton. Der heißt Irritable. Und einen lila matten Ton. Der heißt wie? Terminate. Schwierige Farbnamen hier. So, und jetzt fangen wir gleich bei der anderen Seite von vorne wieder an zum Swatchen. Da haben wir einen lilanen Glitzerton, der heißt Brilliant. Der fühlt sich aber sehr, sehr trocken an. Hoppala, da habe ich mich vertan. Naja, wurscht. So. Einen hellblauen matten Ton, Easily Fooled. Der schaut sehr, sehr cool aus. Dann haben wir Versatile, wie man das auch immer ausspricht, so ein goldiger Ton. Wow, der ist toll. Einen pinken matten Ton haben wir. Denn so einen ähnlichen haben wir eigentlich schon. Dann haben wir einen rötlichen Ton, koralligen Ton, der heißt Frustrated. Der schaut so aus. Ja, so rot-orange. Noch ein bisschen einen helleren. Chilus. Das ist so. Dann
gibt es einen blauen Glitzerton, der heißt Obsessed. Der schaut richtig krass aus. Echt schön. Dann noch einen pinken matten Ton, Talk Active. Ja, schon langsam reicht es aber mal mit die pinken. Einen braunen, der heißt Insecure. Ja, der ist schön. Dann haben wir einen schon ganz einen hellen orangen oder goldigen Ton, der heißt Unstoppable. Das ist auch schön. Dann noch so einen braunen Pfirsichton, der heißt Undoubted. Da ist nicht viel Farbabgabe. Dann haben wir noch einen Pfirsich-Schimmerton, der heißt Innocent. Und dann haben wir noch einen hell, weiß ich nicht, pfirsichfarbenen Ton. Der heißt Clever, der hat auch nicht viel Farbabgabe. Dann haben wir Lightning Fast, das ist ein sehr trockener Glitzerton in Gold. Also sehr viel goldene Glitzershades und sehr ähnlich auf alle Fälle. Und der letzte ist ein. Ist das ein Schimmerton? Ja, ein Schimmerton. Ein lila, der heißt Smart. Der hat aber auch nicht so viel Farbabgabe. Ja, ich finde es halt schade, dass da nicht einfach so die Looney Tunes Namen dabei sind, sondern einfach irgendwelche Namen gewählt worden sind. Ja, finde ich nicht schön. Also, das sind die Swatches. Die sind schon teilweise ganz okay. Ich blende sie euch so jetzt dann auch noch an. Teilweise mit wenig Farbabgabe, aber für eine Revolution Palette eigentlich gar nicht so schlecht. Ich werde aber nur einen einzigen Look damit schminken. Nicht so extrem wie bei der vorigen Review von Taons. Alter, habe ich ja so viele Looks geschminkt. Ja, ich werde einen einzigen Look schminken, weil es sind sehr viele Töne auch ähnlich. Viele Braun, viele Pinky, Orangetöne. Und da können wir auf alle Fälle einen Look schminken. Viele Goldtöne. Ja, wir werden sehen, wie das jetzt dann am Auge ausschaut, ne? So, meine Augen sind schon geprimed und ich überlege mir jetzt, in was für eine Richtung? Ich denke, ich werde einfach einen komplett bunten Look schminken. Also, ich werde mir, ich glaube, das Irritable, diesen Orangenton, werde ich mir einfach einmal in die Lidfalte packen. Und dann nehme ich mir einfach den Sigma-Pinsel und ja. Also, das Spiegel ist wow. Richtig gut. Schaut euch das einmal an. Oh, okay. Bei euch sieht man gar nicht so viel. Ah, bei mir schon. Krass, dass man das gar nicht so sieht. Das ist richtig heftig pigmentiert. Oh mein Gott. Ein bisschen sieht man es, glaube ich, in der Kamera, aber heftig. Heftig. Also. Das hat mich jetzt überrascht, weil vom Swatcher war die Farbe nicht gut. Deswegen dachte ich mir, okay, fangen wir halt einmal leicht an, ne? Aber das ist echt nicht schlecht. Hat mich echt gewundert. So, verdunkeln tun wir das Ganze dann. Spektrumpinsel, das ist der B04 und was nehmen wir da? Ich würde sagen, so richtig dunkle Töne gibt es ja nicht, aber ich würde sagen, ich nehme einfach dieses Lila hier, das Determined. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und das packe ich mir hier jetzt außen und verblende das ein bisschen mit rein. Weil das Lila schon so krass pigmentiert ist. Aber ja, jetzt sieht man es, glaube ich, schon ein bisschen, ne? Denke schon.
So, jetzt können wir uns den unteren Wimpernkranz noch ein bisschen, aber ja, funktioniert trotzdem ganz gut. Ton. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, ich sprühe ihn an. Aber der ist sehr hell, dieser Schimmerton. Ich nehme jetzt meinen Finger. Okay, das funktioniert schon besser. Ja, manche Töne sind einfach so. Keine Ahnung warum, aber die funktionieren einfach mit dem Pinsel nicht. So funktioniert das schon ganz gut. Das lasse ich mir einreden. Das funktioniert gut, das schaut super aus. So. Ist in diesen Ton rein. So, ich probiere das nochmal, ob der Ton mit dem Pinsel geht oder nicht. Schauen wir mal. Nö. So, nochmal rein, mein Finger. Der ist sehr flaky, aber oh mein Gott, ist der geil. Krass. So eine heftige Pigmentierung, mein Finger. Okay, das hat mich jetzt vom Hocker gehauen. Also, das ist richtig heftig. Oh mein Gott. Lustig. Ich finde es echt lustig, das ist so krass. Ein bisschen die Schimmertöne hier, also das Blau vor allem. Aber das ist oh krass. So, und oben mit meinem Blenderpinsel gehe ich. Ich glaube in dieses Award-Gewinner rein, weil das soll ja nicht so krass sein hier oben, ne? Genau, das reicht. Genau. Ja. Und dann nehme ich mir noch einen kleinen Pinsel. Der ist zwar auch etwas groß, aber egal, ich nehme den jetzt einfach. Und gehe mal in diesen Winner, in diesen goldgelbigen Ton rein. Ich hoffe, der funktioniert. Da kann ich nicht mit dem Finger dran gehen. Ja, der funktioniert eh. Ja, das schaut doch schon ganz gut aus. Ja, super. Das hat richtig gut funktioniert. Ich werde mir jetzt gleich einmal noch das zweite Auge machen und dann sehen wir sich wieder. So, Eyeliner habe ich schon mal gemacht und habe schon mal alles ausgebessert. Ich trage mir jetzt aber gleich einmal einen Primer auf, weil durch das viele Abschminken und wieder schminken ist meine Haut schon ganz trocken irgendwie. Und da trage ich mir den Spectrum Glowful Mini Primer auf. Sind auch nur 15 Milliliter drinnen, also dann werde ich sicher bald einmal leer machen. Den Eyeliner habe ich schon mal mir raufgegeben und den Fallout habe ich mir auch schon mal weggemacht.
Da habe ich den, aber ich glaube, der wird bald leer werden. In meiner Lidschatten. Also die haben schon bei den letzten Malen nicht so gut mehr überdeckt. Dann habe ich ein neues Produkt, den All Smudge No Budge Eyeliner Pencil von Made by Mitchell. Und da habe ich mir den in der Farbe Ideas bestellt. In dieser Farbe, eigentlich dachte ich mir, der ist noch mehr ins Orangeliche. Da ist natürlich noch mal eine Folie drüber. Das finde ich jetzt echt nicht cool. Sowas kann ich einfach nicht verstehen. Das ist schon in so einer Papierverpackung drinnen. Und dann drinnen geben die dann noch mal ein Plastik drüber. Wozu? Es ist komplett unnötig irgendwie. So, die Farbe ist so, also das ist schon so ein Orange, aber mehr so orangegelb irgendwie. Keine Ahnung. Ich gebe mir den jetzt auf alle Fälle mal hier auf die Wasserlinie. Und der ist halt super, weil der extrem. Jetzt habe ich mal Angst gehabt, dass dieses abgebrochene Ding jetzt in mein Auge ist. So. Der ist extrem gut pigmentiert, weil die meisten günstigen ist es so, du malst und malst und malst und da bleibt nichts. Und hier sieht man, wie gut der vor der Farbe ist. Und das ist richtig cool. Die sind zwar teurer, natürlich. Ich glaube, der kostet einer 10 Euro oder so. Ich habe den auf Beauty Bay habe ich den bestellt. Aber ich finde den richtig cool. Genau. Ich werde den auch noch hier unten hinsetzen. Bisschen. Und jetzt trage ich mir noch Mascara auf und dann sehen wir sich gleich wieder. Da trage ich mir die Spectrum Mascara, so wie immer eigentlich auf. Also ist nichts Neues auf alle Fälle. So, das habe ich jetzt einmal gemacht. Ich finde es irgendwie richtig cool. Die Wimperntusche ist jetzt schon oben. Und das ist der Augenlook. Also ich finde den richtig cool. Da hat mich Revolution richtig überzeugt und begeistert und überrascht vor allem, dass sie das so hinbekommen haben. Ja, jetzt machen wir Foundation drauf, ne? So. Und zwar nehme ich wieder den Skin Realist auf mein Pinselchen. Ja klar. Es fängt schon wieder an zu spucken. Mein Flakon. Das ist echt blöd, wenn man da irgendwas anhat, was nicht schmutzig werden darf. Oh. Das ist echt schwierig dann. Macht mich echt richtig orgweiß. Aber wenn ich das jetzt noch mit einem Schwämmchen einarbeite, schaut es dann eh nicht mehr so schlimm aus. Aber am Anfang schaut es immer schrecklich aus. So, ein bisschen Setting Spray.
So, jetzt werden wir mal das Ganze mal abpudern. Ist zwar der Pinsel ein bisschen zu groß, aber egal. So, dann werde ich mir mal Concealer auftragen. Einmal den dunkleren und einmal den helleren. So, und jetzt tragen wir uns noch den helleren auf. Echt krass, wie viel Produkt auf den Concealer drauf ist. Krass. So, und jetzt tragen wir sie noch ein bisschen an Under Eye Puder auf. Und jetzt werden wir sich noch die Augenbrauen machen. Hier. So, jetzt konturieren wir mal wieder mit meiner La Splash Palette. Das ist jetzt nichts Neues. So, dann nehmen wir uns wieder den Bronzer von der Lethal Cosmetics Palette. Der ist ja schon hier herumbröselt. Zuerst im Handrücken und dann hier. So, dann gehen wir in das Blush
Obwohl, heute könnten wir uns ein orangenes Blush auftragen. Da habe ich diese Palette und da gehe ich in dieses Blush rein. Das passt nämlich heute super dazu. Und da ist auch gleich ein Highlighter-Ton dabei. Das finde ich voll schön. Also dieser Schimmer ist so genial. Diese Palette hat sich echt ausgezahlt. Finde ich so toll. So, jetzt brauchen wir eigentlich keinen Highlighter-Ton mehr nehmen. Das heißt, wir können jetzt gleich einmal abpudern. Dann nehme ich das Huda Beauty Puder. Nehme einen Blushpinsel. Ah, Blush, Puderpinsel. Ha. Blushpinsel, habe noch nie so einen großen Blushpinsel gesehen. Kann sein, dass wir nachher nochmal nachblaschen müssen, aber jetzt schauen wir mal. So, jetzt kommt das Fixing Spray dran. Da ist gar nicht mehr so viel drinnen, glaube ich. Nee, nur mehr die Hälfte. Aber gut, das sind ja nur 50 Milliliter. Und ich habe jetzt echt auch schon viel geschminkt. Vielleicht kriege ich das noch dieses Monat leer. Mal schauen. Viel ist ja jetzt nicht mehr drin. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, ein bisschen kann man schon noch nachblaschen. Ah, ich liebe das. Das ist so schön. I love it. So, und dann haben wir noch ein neues Produkt, und zwar ein Lippenprodukt, das Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Das ist von Sleek. So schaut die Farbe aus. Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Ich hoffe es zumindest. Von Sleek habe ich auch noch keinen Lip Cream gehabt. War nicht so präzise beim Auftragen, finde ich. Ich schaue mal, ob ich noch einen Lip Liner habe. Ja, die Farbe schaut ganz gut aus. Ja, jetzt gefällt mir das schon viel besser. So, ja. Ja, passt jetzt nicht so
So 100% dazu, aber ist okay. Ein Orangener hätte doch ein bisschen besser passt, aber egal jetzt. Ja, mein Resümee zu der Palette. Ich bin sehr positiv überrascht von dieser Palette. Mein Look, ihr könnt es jetzt auch von nahen noch sehen. Mir gefällt der Look. Also es ist ein schöner, richtig schöner, bunter Look, so wie die Palette, spiegelt es gut wider. Manche Töne muss man halt mit dem Finger auftragen, aber dann sind die voll da und das ist richtig, richtig gut. Ich liebe meine Blush-Highlighter. Den finde ich, schaut voll gut aus. Auch die Lippencreme ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die ist zwar matt, aber die ist nicht so trocken. Aber die werde ich noch ein bisschen mehr austesten. Ja, das war jetzt mein Look zu der Looney Tunes Palette. Ich hoffe, euch hat das gefallen und lasst mein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!